Heinz, hast du gehört, der Meier hat wieder eine Petition eingereicht. Was für eine Petition? So eine Fötzel, wo drauf steht, dass sie dort oben mal etwas machen sollen. Was sollen sie vorwärts machen dort oben? Das weiss ich auch nicht genau, aber er regt mich auf. Was regt dich auf? Dass der Meier immer irgendeine Meinung haben muss. Das ist mir gleich. Nein, das ist nicht gleich, Heinz. Das ist nicht gleich. Immer hat jedes Gefühl, man muss immer eine Meinung haben. Zu allem muss man eine Meinung haben. Hauptsächlich dafür und hauptsächlich dagegen. Wenn ich, dann hat es verkehrt. Hey, so geil, so der Hammer, dass ihr auch mit uns mitmacht. Für so alte Säcke, wie ihr seid. Lieber mit drin als einfach nur dabei. Siehst du jetzt, Heinz? Klima gegen Grossmacht! Klima gegen Grossmacht! Jetzt hast du aber auch eine Meinung. Natürlich, ich weiss auch, um was es geht. Wo geht's denn? Uns ist Zukunft nicht egal! Da, Zukunft ist uns nicht egal, Heinz. Verstehst du? Das ist nicht wie bei Meiers in Petition. Da komme ich nicht raus, wenig. Da komme ich gar nicht wenig. Mir ist nicht wohl so viel nervös. Oh nein, Heinz, das ist schön kuschelig. Dann musst du weniger heizen. Und für was machst du jetzt da, Heinz? Zum Kohle verdienen, Veni, für was das ist. Ich will doch wieder in die Ferien. Verstehst du, Veni? Arrivederci, könnt mir alle Kappen schiessen. Tada! Und Veni, wie sieht das aus? Herrgott, dein Heinz, du hast wirklich genau gar nichts begriffen. Wieso? Das ist doch schön. Veni? Meine, kannst du mir helfen, ich bin kleben geblieben. Ha, ruhig jetzt, Heinz, du. So schön, du hast recht, sieht wirklich schön aus. Du bist ein richtiger Klimastreiker, Heinz. Wie heisst es? Kleben und kleben lassen. Weißt du was, Heinz? Ich lade dich gerade noch ein bisschen kleben. Arrivederci, Heinz. Ist recht, Meine. So ein Kleben am Strand ist doch noch etwas Schönes.